Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Laufen, Gucken, Schießen. Diesmal mit dem wundervollen Spiel Dizzle Schnizzle, mein Dizzle. Hallo Chris, du hast ja schon vorher Hallo gesagt. Ich bin total verwirrt. Und ja, ihr habt recht, das Spiel sieht ganz schön so aus wie Hazard Ops. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Spielen sich unglaublich ähnlich, die beiden Titel. Weißt du, welchen Modus wir gerade spielen? Weiß ich nicht. Team Deathmatch? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie lange diese Runde gehen wird. Da es aber im Moment 3 Server gibt in Europa. Oh. Mussten glaube, wir jetzt dieses Spiel nehmen? Hart, hart gestreichelt? Wir werden gerade hart gespawnt, Kent. Nee. Das lassen wir nicht nochmal zu. Wo sind die denn? Hier waren die doch eben alle. Ah, da ist einer. Hab ich. Weil wir haben nämlich den, wir haben den Ausgang hier unten. Alter. Und wir haben oben einen. Den oben kannst du mal voll vergessen. Ihr müsst mich retten. Ich muss Space drücken. Oh, fuck. Alter. Double Kill. So muss das laufen. Okay. Besonderheiten dieses Spiels. Ich habe jetzt einen Skill. Den mache ich mal an. Und ich habe auch eine Axt. Und die hole ich jetzt auch mal raus. Und jetzt mache ich mehr Schaden mit meinem Skill. Und kann die Leute hier, aua, mich kaputt machen lassen. Ganz einfach. Wo bist denn du, mein Stizzelnissel? Irgendwo in der Map Mitte. Ah ja, ich seh's. Das ist eine Medium-Map übrigens. Hier gibt's, soweit ich weiß, keine Monster. Also keine Monster-Modi. Ach, jetzt kommt einer von hinten nach. Ah, aber hier kann ich meine Shotgun, Sniper mal rausholen, die ich nach einem Match freigespielt habe. Ja, hier du seht bist ihr, ein oller Cheater, Junge. Hier habe ich so einen Rucksack dabei, da kann ich ein anderes Loadout auswählen. Hab definitiv besser gespielt als du und hatte stimmt weniger... Stimmt ja gar nicht. Ja. Nee, nicht in der Vorbereitungsrunde. So mal, da hinten, der Typ, den habe ich zwar... Oh, den habe ich sogar gekillt. Geil. Oh, Granate. Kumpelgranate oder Feindgranate? Ich weiß es nicht. Rosador, ich habe deinen Rücken. Das ist gut. Das ist gut, ne? Ich weiß halt nicht, wie lange die Runde noch geht. Und es kann sein, dass wir schnell unterbrochen werden. Es geht bis 120. Also siehst du, wie viel Kills wir haben. Ja, 76 haben wir. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert noch. Und ja, kann sein, dass wir plötzlich unterbrochen werden hier. Dann mache ich halt so einen Schnitt und so, dass es irgendwie gut ist. Wenn man laufen will, muss man doppelt W drücken. Und dann kann man auch nicht mehr strafen. Das ist geil. Ja. Wieso wurde jetzt mein Ziel unterbrochen? Fuck! Ich hab einen gefinished, Alter. Gefinished? Das sieht geil aus, ne? Yeah, ich hab noch einen geholt. Also, Triple Kill hab ich gerade gemacht, Junge. Alter. Also die Sniper und ich, wir sind Freunde. Ach so, hier mit der Sniper habe ich einen anderen Skill, und zwar ein Schild. Ach komm, da sitzt er da und wartet. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Okay, ich nehme nochmal meinen anderen Rucksack. Da und wartet auf. Jetzt mich. Schrei ihn nicht an, nur weil er wartet. Man muss auch mal warten. Aber unser ganzes Team. Stirb! Angst! Oh fuck! Aber ich hab's noch mitgerissen, das ist sehr gut. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Es ist ein bisschen unruhig, das Spiel, wenn man das mal jetzt so ausdrücken möchte. What? Oh yes, und jetzt kann ich sie finishen. Ich will sie finishen. Nein. Die Finishing Moves sind ganz cool hier. Mhm. Und ich habe doch noch den Kill bekommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie jemand anderes getötet hat. Aber ich sie ursprünglich getötet habe. So, ab in Deckung. Okay, einmal getroffen. Ist der schon gestorben oder was? Ich glaube, der liegt am Boden. Was ist denn AP und HP? Wieso stirbt er nicht? Alter. Rette mich jemand! Ihr müsst mich retten! Und solange muss ich die Spacebar drücken! Ich mache die Tastatur kaputt! Ich bin groggy! Alter! Okay. Ja, Free-to-Play haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Oh Gott. Ich schieß gegen die Kiste, weil die Waffe noch nicht aus der Deko raus ist. Also sowas macht Spaß. Free-to-play, man kann sich Waffen kaufen, man kann sich auch Waffen kaufen, nur für eine gewisse Zeit. Auch permanent. Man kann sich Klamotten kaufen. Anscheinend auch Helme und so ein Quatsch. Oh, Helme sind, weiß ich nicht, meinst du, die machen irgendwie so Schadensreduktion oder sowas? Nee, ich glaube, das sind einfach nur Schönheitshelme. So, finish. Lol, wenn man die Granate wirft und die rechte Maustaste gedrückt hat, kann man ja wirklich mal gucken, wo man die hinwirft. Ja. Da siehst du hast das Tutorial übersprungen, du Nacken. Ja. Ich nicht.
Ach, jetzt wäre für das Spiel Tutorial Board. Recoil! Na, ja, eigentlich nicht. Also, man müsste dann zumindest, dass man die Granaten besser platzieren kann. Kill, yeah, bitch. Bin ich Erster? Dritter? Okay. Also, eben im Search and Destroy bei Chris in der Folge, da hab ich zumindest hart versagt. Da ging gar nichts. Na, komm raus. Oh! Na, stirbt sie von der Granate? Vielleicht. Oh! Yes! Okay, im Moment läuft's. Und dann geht noch so krasse Musik an. I like. Kann ich so weit werfen, wie ich werfen möchte. Okay, Granate hinter. Oh, jetzt. Ich nenne das Granatenregen. Yes! Take down that bitch. In the Schnizzle Dizzle. Lustiger Name für ein Spiel. Takedown. Woohoo! Es ist so eine Art Partyspiel. Oder hat einer seinen Kopf verloren? Beziehungsweise ein halbes Gesicht. Kann man auch mal machen. Verloren. Oh, okay, dann gibt's jetzt einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gleiche Map. Gleiches Spiel. Hallo, Chris. Ja, das ist halt diese Aufnahmetechnik, diese grandiose und berühmte Aufnahmetechnik, wenn das Spiel sofort ausgeht und in seinen Launcher wechselt. I love it. Ach, jetzt haben wir uns schon wieder gegenseitig getötet, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wie läuft's bei dir so? Ach ja. Ich glaube, auf deinem Server haben wir mal zwei verschiedene Maps gespielt. Kann das sein? Auf deiner Aufnahme. In deiner Aufnahme. Alter, ich bin schon wieder... Mach sie jetzt mit der Axt kaputt! Oder auch nicht. Komm schon! Nein! Guck dir das mal, wie viele Typen der wegmacht. Das kann doch nicht sein. Der muss doch Schaden auch bekommen von den anderen. Nein, nein. Man sieht, du bist ein Noob. Granate. Achso, haben die im Tutorial gesagt, gibt auch Schüsse, die abfallen, oder was? Richtig. Du musst halt besser aufpassen. Und du musst die Tutorials anlassen. Es gibt wirklich Schüsse, die abprallen? Nein, Mann, weiß ich doch nicht. Geht's da rein? Wieso hockt ihr hier so? Wir müssen auf Angriff gehen hier, Freunde. Nicht immer nur hocken. Ich wüsste gerne, woher die wusste, dass ich von hinten komme. Autsch! Tja, die hat das Tutorial gespielt. Hopp! Okay. Wenigstens kann man hier normal springen. Ah, kill. Also das Ding ist, ich muss halt noch jemanden mit der Axt killen, sonst bin ich not worthy. Oh, das habe ich eben gemacht. Ah, das war nicht in der Aufnahme. Oh, oh, oh. Nee, das habe ich jetzt gerade so. Töte sie! Oh, Mann. Ey, ich bin trotzdem Erster. Aber der bei euch hat 10 Kills. Kann doch nicht sein. Ach nee, du bist ja bei mir im Team diesmal. Ja. Verrückt. Oh! Der Sniper hat mich einmal getroffen. Oh, und nochmal. Und die haben im Tutorial nicht erklärt, wie man die Kamera wechselt, oder was? Nope. Das kam nicht zur Sprache. Hast du mal in den Controls geguckt? Ach, geht ja nur im Launcher. Oh ja. Alter, was war das denn? Oh Gott, also ich hoffe, das war eine Granate. So, wir laufen wieder hier unten rum. Die Map scheint symmetrisch zu sein. Nein, nicht mich töten. What the fuck war das? Double kill. Okay, hier ist Action, sehe ich schon. Oh, kleiner Lag. Ich glaube, die Granate war gerade ziemlich sinnlos. Ich bin aus der Map geflogen. Hopp! Ah! Da sollte er kommen, mein erster Axtkill. Es hat nicht funktioniert. Lass uns mal snipern. Man hat gerade gesehen, guck mal hier. Die Axt habe ich noch 23 Stunden. Oh, die Sniper habe ich permanent. Das ist ja interessant. Dann ist die bestimmt total gut. Ja. Also, so wie es aussieht, tötet die nicht mit einem Kill, außer vielleicht auf dem Kopf. Oh, das ist so räudig, Alter.
Komm nochmal hoch. Oh yeah. Ich sollte nur snipern in diesem Spiel. Ah, 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 ah. Oder auch nicht. Bisschen frustig, oder? Das Spiel ist so grausam schlecht, einfach nur. Das ist echt eine harte Nordsee. Also, ich bin auch gar nicht traurig, wenn wir gleich hier rausgeschmissen werden. Das spielen wir bestimmt nochmal. Ja, das kommt nochmal wieder. Also, wer es noch nicht wusste, wir werden in dieser Reihe LGS, werden wir Spiele auch nochmal spielen. Irgendwann. Das stimmt, denn also eigentlich haben wir uns ja gedacht, so irgendwie wir zeigen euch irgendwie so ein paar Shooter und dann spielen wir die mal. spielen wir die mal. Tatsächlich, weiß ich noch nicht so ganz. Machen wir vielleicht was zu COD? Also das hatten wir ja schon mal das Thema. Ich werde das ja auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen. Ich bin schon wieder aus der Map geflogen. Wir werden aber ja, trotzdem aber so mal auf den Kuchen schießen. Wir zocken COD und irgendwie wir gucken, wer in einer Runde beziehungsweise wer irgendwie schneller ein Level-Up hat oder so. Ich weiß ja nicht, meinst du, man kann da wieder so unterschiedliche Soldaten machen? Weil dann könntest du halt einen machen für LGS. Ach so. Stimmt. Wo wir dann irgendwie gucken, wer irgendwie am schnellsten so und so levelt. Und dann könntest du halt einen für deine anderen Aufnahmen machen. Ja, wenn das geht, sehr gerne. Nicht. Müsste eigentlich. Das Geile an Advanced Warfare, also geil in Anführungszeichen, weil manche Leute finden das ja gar nicht so geil, ist, dass man da so Items kriegt. Also du kriegst dann so Skins für deine Waffen und so. So ähnlich cool. Wie bei CSGO, nur anders. Bam. Und all sowas, also das wird nochmal spannend und ich glaube, da gibt es halt auch mehrere von diesen Charakteren, die man dann. Oh shit, hier wartet schon jemand. Okay, pass mal auf. Ah, ich habe keine Granaten in dem. Ah. Ey, ohne Spaß, der dreht sich einmal um und tötet. Nee, das war der Sniper. Boah, die haben sich echt abgesprochen, uns hier zu spawncampen. Ja, die stehen hier unten. Die stehen da unten an der Treppe und hier unten steht der Sniper. Das heißt, wenn du irgendwie raus willst oder so, macht er dich von der Seite weg. Ja, aber kein Problem. Ich nehme jetzt die Granate, pass mal auf. Und dann macht die hier einen Double Slash. Warte mal, so. So, ist die jetzt tot hier? Die waren gerade nicht da. Oh, fuck! Überraschung! Warte mal. Ja, also wir waren bei dem Thema, wir werden Spiele nochmal spielen. Und ja, also das Ding ist, ich wollte halt so lange wie möglich immer wieder Neues spielen. Aber irgendwann geht einem hier die Puste aus. Diesel war Folge 118 in der Trash Night. Ich guck's gerade. Ah ja. Ich guck's gerade in dem. Oh! Nein! Es hat nur trashig bekommen, wollt ihr mich verarschen? Es hat schon auch spaßige Aspekte, aber. Naja. Nicht so viele halt. Also grafisch sagen wir erstmal 4 von 10. So, dann sagen wir, okay, wir sind jetzt nicht die Grafikhuren, die sagen, okay, grafisch, ein Spiel muss Grafik 10 haben, sonst macht es keinen Spaß. Also ich würde 5 geben mindestens. Sound von den Waffen, pff, alter Vater. Auch eine 5 von mir aus. Ja, also geiles Spiel, was zu empfehlen wäre, ist das jetzt nicht unbedingt. Sagen wir es mal so milde ausgedrückt. Ja. Da ist diese Tante, die da oben. Da, F! Ganze Zeit. Nein! Ah, okay, Granatentaktik. Ich wollte die hier executen mit meinem riesen Hammer-Axt-Ding. Ah, was war das denn? Wo war denn dieser Sniper? Ach, da unten da, ganz toll. Geht schon wieder die Mucke an. Alles gleich vorbei. Oh nein. Okay, ich geh jetzt da raus und ich töte die Leute mit der Axt. Es gibt übrigens mit der rechten Maustaste kann man so einen harten. Oh, so einen harten Schlag machen. Die. Komm, die kriegen wir jetzt. Jawoll. Ach, die ist in der Wand. Okay. Nein. Was ist mit diesem OP-Sniper, der da unten die ganze Zeit steht? Vorsicht, Prosator, meine Granate kommt.
Okay, die kam überhaupt nicht geil. Ja, sicher. Bam, finish that bitch. Was? Achso, ich habe einen mit der Axt gekillt, jawohl. What? Ich will auch. Das war Nummer 2. Axt-Kill-Kommando, nein, der Sniper hat mich vorher weggeholt. Ach, Leute. Alter, mit also wir sind jetzt bei einem Schuss. Wir sind jetzt bei 111. Lieber Chris, ich würde schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch aus irgendwelchen Gründen gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meint, das Spiel ist absolut trashig, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, und ich hoffe, dass wir bis zum nächsten Mal ein richtig geiles Spiel finden. Oder halt vielleicht was Altes spielen. Was altbewährt geil ist. Ja, nächste Woche weiß ich, was wir da finden. Ach, stimmt. Okay, cool. Cool. Also zumindest für nächste Woche Freitag. Yes. Nee, die... Was ist heute? Für Dienstag. Nee, Freitag. Du hast ja recht. Ja, gut. Also ich freue mich drauf. Oh. Und jetzt nehmen wir hier noch den letzten Kill mit irgendwie. Komm schon. Yes. Ich habe tatsächlich einen gekillt. Das hat echt viel gemacht. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Oh, warte. Jetzt Sniper doch. Ich habe einen Kill gemacht. Yes. Ich will auch noch einen Kill machen. Hier. Yeah. Nimm das. Nimm das. Und das. Und das noch. Ich hab einen Knockdown. Yes. Komm, finish ihn. Ich hab dich. Yeah! Jawohl. Oh mein Gott! Haben wir das auch mal gesehen? Tschüss! Ich hab dich sogar noch wiederbelebt.